Ja, ja, was ist da los, Leute? Hier ist wieder der Bendy und der Hauptner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video, zu einer neuen Runde Apex Legends. Und heute haben wir was richtig Krasses vor. Wir wollen heute nur mit Legenden gewinnen. Ohne Waffen. Wir dürfen heute nur die Spezialistenfähigkeiten der Legenden einsetzen. Deshalb habe ich Kostik am Start. Der hatte dieses Novagas, das er verteilen kann, das ja Damage bei den Gegnern macht. Dann haben wir Gibraltar am Start, der hat so einen Artillerieschlag. Und dann haben wir noch Bangalore am Start, der einen Bombardement. Ja, genau. Hat, und ja, mit den Sachen wollen wir gewinnen. Wir dürfen keine Waffen verwenden, sondern nur diese Fähigkeiten, um den Gegnern Schaden zu machen. Und ja, deshalb haben wir jetzt eine simple Aufgabe. Wir looten Rüstung, Leben und das war's eigentlich. Also, ja, da müssen wir warten, dass wir ganz am Ende noch leben, vielleicht ein Noob-Team am Start haben und dass wir die irgendwie durch ganz, ganz, ganz viel Glück wegholen können mit unseren Fähigkeiten. Ja. Ihr dürftet schon mal den Daumen drücken, wenn ihr auch irgendwelche krassen, dummen, behinderten, unmöglichen Challenges habt. Schreibt sie auf jeden Fall rein in die Kommentare. Oh, warte, die Waffe wollte ich nicht mitnehmen. Kann ich die droppen? Ja, ehrenwert, ja. Okay. Sehr nice. Okay, Leute, ja, ich würde sagen, wir looten jetzt ein bisschen und sehen uns, wenn irgendwas Spannendes passiert oder wir auf Gegner treffen und flüchten müssen oder halt irgendein geiler Scheiß. Mal gucken. Also, sobald wir beschossen werden, werde ich uns einfach zusmoken. Ja, und weglaufen. Komm, wir sind Gegner. Ich muss los. Lauf aber nicht zu uns. Naja. Ich setze mal meine Ulti ein und probiere mal, was die kann. Okay, die bekommen auf jeden Fall Schaden. Du bist dumm. Tot, meine ich. Ups. So trocken einfach. Ja, wir müssen dich reviven. Danny, 15 Sekunden, du musst durchlaufen. Sie haben schießen auch auf Danny. Ja, das kriege ich aber hin. Wie komme ich hier runter? 7, 6! Ja, er hat mich! Lauf! Das tue ich bereits. Nice move, Danny. Ja. Ehrenwert, das ich werde aber, absolut gechillt. Du kannst fliegen. Stimmt, nimm den Ballon. Ja, ich hab meine Ulti gedroppt. Zone kommt, wir haben noch keinen Heal. Absolut RIP. Ich bin tot. Benny hat gar nichts mehr. Naja, bei mir ist einer. Ich lauf weiter, ich hol Benny. Auch dazu, guck mal, die sind so weit außerhalb der Zone, das sind nur Abfucker einfach. So typische PUBG-Spiele einfach. So Leute, jetzt könnte ein bisschen Action auf uns zukommen. Da vorne ist ein Loot Drop runtergekommen. Wir wollen den holen, vielleicht ist irgendwie was Cooles drin. Wir haben echt verdammt beschissenes Zeug bekommen. Entweder hat der mega viel Pech oder wenn man die Variante oder Taktik macht, die wir da machen, mit nur Looten und keine Action und keine Fights eingehen, dann bekommt man irgendwie nur Scheißzeug, ich weiß es nicht. Knockdown-Schild und Lilanes. Oh nee. Der goldene Sniper, boah, hätte ich jetzt so Bock drauf. Warte, ich nehme die mal kurz mit, Leute. Versteck sie. Ich versteck die. Gar kein Bock, dass die Gegner bekommen, Leute. Da, nee, nee. Hier ist noch eine Schildbatterie bei mir drinnen. Ja, nehmt mit. Und dann laufen wir da hoch oben in den Komplex rein. Ihr seht ja, wie die Zone aussieht, Leute. Die ist schon mega klein. Blauer Helm bei mir. Ja, den nehme ich auf jeden Fall mit. Vier Squads leben noch. Wird auf jeden Fall jetzt richtig spannend werden. Aber bis jetzt haben wir es halbwegs gut überstanden. Einmal hat mir Danny auf jeden Fall das Leben hart gerettet. Aber ja, mal gucken, wie das Ganze jetzt abgehen wird. Aber ansonsten, ihr seht, ich habe einen Phoenix-Kit am Start, eine Schildbatterie, eine fucking... Hast du nur eine? Ich habe dir zwei gedroppt. Ne, du hast mir ein Phoenix-Kit gedroppt. Und eine Schildbatterie. Habe ich mitgenommen, alles was da lag. Ja, und da drinnen gerade war auch noch eine Schildbatterie, die ich gepinkt habe. Ach so. Die hat sich Danny mitgenommen, oder? Ich glaube, ja, die habe ich schon, Hab ich mir doch gedacht, ja. Mann. Denk mal, was laberst du? Ja, Digga, ich habe drei Schildbatterien. Danny? Ich habe vier. Ja, dann drop ihn mal. Okay, Leute, ein bisschen Heal ist am Start. Was mache ich mit einer dummen blauen Weste, Mann? Warte, wie viele Schildzellen hast du, Benny? Oh, ne. Da ist auch ein Gegner. Reb, Leute. Oh, mein, guckt euch an, Leute, wie instant ich Damage kassiere. Ich bin weg. Ich hoffe, ich bin auch weg. Bitte spring die da oben nicht runter. Ich bin so One-Shot. Oh, mein Gott. Phoenix-Kit reinballern. Leute, ihr seht's, das ist unmöglich eigentlich so zu gewinnen. Warum campt die eigentlich da drin in dem Gebäude? Boah, Danny, gibt's einen krassen Weg? Nee, oder? Nee. Wäre zu geil. Aber das können wir... Ah, die schießen schon wieder. Aber nicht auf euch, oder? Doch, auf uns. Doch. Danny, ich versteck mich hier im Eck. Die kommen zu euch rüber, glaube ich. Ich gehe zu den anderen Gebäuden rüber. Danny, die schießen auf dich. Ja, das merke ich. Die kommen.
Die dürfen mich nicht sehen. Oh mein Gott, die pushen da zu dir. Holy shit. Das ist so ein Schwitzer, Leute. Habt ihr das gesehen, wie er einfach den hinterher geht? Ich merk's, ja. Ja, keine Chance, Mann. Okay, ich versuche die vielleicht noch zu safe, aber es wird jetzt ganz schwierig. Wo läuft der hin? Siehst du den noch? Nie, oder? Nicht mehr gerade. Okay. Oh, doch, hier vorne ist er. Von einem anderen abgeballert. Es sind zwei Leute. Okay, kann ich nicht riskieren, dass ich da jetzt hinlaufe. Ich warte mal ab, was die Zone jetzt dann macht. Die suchen mich. Bitte seh dich! Oh mein Gott, das ist so eine dumme Taktik, Leute. Ich habe mich gerade einfach umgedreht und guck nicht hin. Er steppt neben mir. Oh mein Gott, ist das dumm. Ist er vorbei? Er ist vorbei. Danny, soll ich dich noch... Nee, ich kann dich nicht holen, oder? Ja, ich lauf gerade ein bisschen noch in die Zone, damit du nicht so viel Damage kriegst. Bin am Weg. Oh ja, die Zone macht gut Schmerzen. Ich versuche dich hochzuholen, Danny. Hochholen geht nicht mehr. Er stirbt. Die Damage. Aber wiederbeleben können wir ihn. Lol, Lol, es bricht halt echt ab. Lächerlich. Okay. Nimm die Ding. Ja, genau. Wir müssen hier runter und ihn schnell wiederbeleben. Ja, das ist ein guter Drop. Nein! Die sind natürlich wieder direkt neben mir, Mann. Das ist so belastend. Ich muss riskieren außerhalb der Zone. Du kannst. Spiel safe, ich wieder. Ich kann nicht safe spielen, Mann. Die gern zu. Ja. Die gern alle auf mich, die laufen ins Haus rein. Weil die werden jetzt von anderen gefightet. Das könnte gut sein. Er läuft rein da. Guck ihn dir an, es ist so ein Schwitzer. Ja, was soll ich machen? Ich bin tot. Sie gehen außerhalb der Zone hin, nur damit sie mich töten. Was ein Dreier-Squad. Ihr fucking PUBG-Spieler, dreckigen. So lächerlich. Ich hole aber Danny noch zurück. Ja. Okay, Leute, wir leben wieder alle drei. Ulti habe ich auf jeden Fall noch, weil ich bin nicht ganz gefinisht worden. Ja, sehr nice. Komm hoch, schnell, ja. Wir müssen in die Zone. Okay, jetzt. Aber es wird ganz, ganz schwer, Leute. Das ist so ein Tryhard-Team. Und ich werde schon wieder abgeballert. Bin direkt wieder down. Digga, es gibt's nicht. Komm. Die werden so hinterherlaufen, wir müssen auch durchziehen. Soll ich meine Ulti setzen? Wir. Nee. Dass wir immer noch leben. Wir sind einfach in die Top 3 Squads gekommen, Leute, hier, wo wir nicht einmal geschossen haben. Perfekt. Warte, können wir uns hier draußen verstecken irgendwo? Ja, wieder hochgehen. Hier hinter der Tür, alle gemeinsam. Ja, Mann. Ineinander. Okay, Finale fast. Die letzten müssen sich jetzt unbedingt noch bekriegen, sonst sind wir einfach down. Du kannst da durchgucken, Benny, geradeaus. Durch die Tür. Ja, ich sehe den da hinten, lol. Ich habe mich gerade. Da kommt noch einer. Oh, nee. Oh mein Gott, zum Glück sieht der auch nichts. Das ist das Schwitzer-Team, die mich dreimal getötet haben, Mann. Oh ne. Oh, oh. Da kommt das hoch, oder? Oh mein Gott, ich sehe den da. Oh, nee. Das ist der Solo-Typ, oder? Bloß nein, nicht eh drücken. Was macht der denn da unten? Nein! Was machen wir denn? Ich setze ein Phoenix-Gitter ein und versteck mich. Ich platziere ein paar Fallen. Oh mein Gott. Er ist in der Novagas-Falle drin. Nice. Versteck dich. Ja, ich mach schon. nur noch ein anderes Squad. Okay, die müssen wir jetzt töten. Er ist hier vor mir. Die sind alle hier. Ich hab meine Granate rausgeballert. Jetzt müssen die sterben, Leute. Ach, ich konnte nichts machen. Tot. Ja, ich versteck mich. Oh Gott. Nein, ihr seid alle down. Überlebe, ich habe hier Granaten draußen hingeworfen. Ja, ich versuch's. Die bekommen ordentlich Damage gerade draußen, aber ich glaube, es ist zu wenig. Es ist echt zu wenig, Leute. Das... Schade. Haben eure Ultis getroffen? Ja. Ja, schon. Okay. LOL, ist die schnell? LOL! Gas! 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 Stirb, Mann! Das mein... Oh, Mann. Gas ist ja richtig krass, macht krasse 5 Schaden. 64 Schaden. Ich hab den meisten Damage. Wie die zu dritt neben dem scheiß Gaskanister stehen, juckt die überhaupt nicht. So Leute, zweite Runde, wir probieren das Ganze nochmal. Wir haben jetzt eine kleine Planänderung. Haubner hat Pathfinder mitgenommen. Wir versuchen es vielleicht irgendwo hochzuschießen mit der Seilrutsche quasi und sich dort zu verstecken und vielleicht so zu gewinnen. Mal gucken, wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben und ja, selbe Taktik, looten, bis am Ende überleben. Aber bis eben hat es gut funktioniert. Ich meine, wir sind direkt First Try.
bis ganz an den Schluss gekommen. Also ja, gegen das letzte Team. Und ich habe den auch krass viel Schaden gemacht, wie ihr gesehen habt. Also dieses Gas ist absoluter Müll. 5 Schaden pro Tick oder so. Ja, das war's komplett. Ich hätte mehr oder mehr erwartet, aber gut. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es spannend wird. Und wir looten jetzt und auf geht's. Okay Leute, wir haben jetzt schon mal einen ersten coolen Spot gefunden. Wir sind hier ganz unten in der Schädelstadt unterwegs, wo die ganzen Knochen hier sind. Und wir sind hier hochgeklettert. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben hier auf jeden Fall einen perfekten Überblick. Leben nur noch 4 andere Squads. Von dem her sieht gut aus. Und wenn wir Glück haben und die Zone hier irgendwo über den Gebäuden, oh Gott, endet. Ja, dann können wir uns vielleicht oben irgendwo verstecken und die sehen uns nicht und vielleicht mit kleinster Zone gewinnen. Und da unten sind auf jeden Fall Gegner. Okay. Ja. Scheiße. Wird spannend, Leute. Gegner, Danny! Runter da! Nein. Der ist oben. Was ist das für ein 31er? Er zieht durch. Ja, ja, wir laufen schon. Das, zum Glück hat er gar nichts getroffen. Ich hoffe, er überlebt bis zum Ende. Das wollte ich auch gerade machen. Okay, ja, Hauptmann hat schon mal einen guten Spot. Ich suche mir auch einen eigenen. So, hier auf Seite ja, im Gebäude. Ja. Das ist echt nice. Manchmal findet mich da keiner. Wo läufst du hin? Ich weiß es nicht, Mann. Ich kletter einfach irgendwo hoch und verstecke mich oben irgendwo. Ich höre so viele Steppen. Die laufen vorbei, was da kommt. Okay Leute, ihr seht, was ich für einen Spot habe. Der ist zwar ultra billig, aber ich drehe mich dann einfach um und hoffe, dass Gegner, wenn die da reinlaufen, weil die ja von der außerhalb der Zone kommen, einfach vorbeilaufen und nicht da hochgucken. 2 Squads leben noch. Also mal gucken. Vielleicht können wir irgendwie gewinnen. Hauptsache, du hast doch genug Spritzen und so mit, oder? Ja, okay. Ich habe 10 Stück. Vielleicht haben wir eine Chance mit der kleinsten Zone. Ja. Ich laufe auf jeden Fall. Ja, ich bin noch drin. Da ist doch auch das Skelett, oder? Das ist echt oben, warte. Ich gehe auf die Zipline. Ich riskiere. Aber ich glaube, da ist ein Gegner oben, Ja, nicht hochgehen. Würde eigentlich echt nicht hochgehen, ja. Ich habe den Drop gerade geholt, da war nur ein lilaner Helm drin. Falls denn wer will, kann er sich holen. Hier sind keine Gegner. Nee, alles gut. Einer hat mich gerade gescannt. Die schwitzen so hinterher. Die laufen mir so hinterher! So, Bro. Das sind so die 31er. Willst du eine Zipline? Ich kann ja nicht. Nee. Versteck dich du einfach. Ich versuche einfach irgendwie zu entkommen. Nee, scheißegal. Nee, guck, ich mach hier eine random Zipline rein. Guck mal, Leute, wie die mir hinterher schwitzen. Von hier, von mir kommst du zum Dach, wenn du schaffst. Von hier. Ich hab's markiert. Nee, keine Zeit, Mann. Die laufen mir zu dritt hinterher. Ja. Geh da hin und dann kannst du ganz weit weg. Bessere Taktik. Ich gehe ganz hoch! Oh Gott, ich bin entkommen. Ich bin jetzt wieder oben am Skelett dann. Diese. Oh Gott, Gegner sind so schlecht. Ey, wie die wieder zu viert direkt da auf richtig Hardcore gemacht haben. Okay, ich bin jetzt genau mitten in der Zone. Mein Game ist gecrashed, dein Ernst. Was? Ja. Das war's komplett. Und kannst du ein Skelett oder so hoch? Eine Möglichkeit, ich weiß nicht. Ist das Skelett in der Zone? Wenn es das ist. Digga, das könnte es echt sein! Ich fall runter! Rip! Ich bin tot. Hätte ich es drauf geschafft, wäre es das gewesen, glaube ich. Oh Gott. Fällt das auf oder geht's eigentlich? Ja moin, so viel dazu. Digga, wo war dein Gegner? Da vorne auf dem Turm. So ein 31er. Fällt das auf oder geht das? Das ist so ein legendär gutes Boss. Ja, das ist das Problem da oben. Aber es könnte jemand kommen, mich holen. Ich bin noch safe. Aber wir brauchen jetzt irgendein Verstecken gutes. Schlimmste ist, der ist noch in der Zone. Ja. Und genau wegen dem können wir uns jetzt kaum verstecken. Ich würde ganz gern so einen Felsen probieren, so einen Felsenvorsprung. Guck mal den Spot! Du bist tot, oder? Siehst du, ohne Grapple? Wärst du am Arsch gewesen. Ich runter, wie so ein Arsch. Ich probier's nochmal. Es ist so ein Schwitzer da oben. Camp doch nicht da rum, Leute, wir spielen nur mit einfach minderwertigen Spielern. Das sind so alles Benni, komm hier rein, versuch hier reinzukommen bei mir. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Ja. Er ist vor mir. Ist er nicht mehr oben auf seinem Ding? Ich glaube nicht, er läuft mir hinterher, ich bin tot. Ich zipline mal hoch. Er läuft wieder weiter, nice. Ich versuche jetzt irgendwie zu Danny will. Komm, ja. Bleib du oben. Weißt du was perfekt wäre? Doch, die Zone ist perfekt. Stell dir vor, sie endet hier und die sind auf der anderen Seite von der Mauer und kommen nicht rüber.
Oder nicht? Doch, das du muss Glück. Bei der Mauer enden. Ja, aber die kommen nicht auf die Mauer hoch. Da komm nur ich hoch. Kein Plan, was wir machen sollen, Leute. Das ist so crazy. Benny, probier nicht, dass du hier hinspringst. Da bist du tot. Echt? Ja. Nee, echt? Und probieren. Das leidest du runter. Ey, Digga, der Tryhard oben, er geht mir so auf den Sack. Guck mal, so ein Spot da wäre auch krass. Da bist du safe genauso RIP. Es leben halt auch so viele Squads, wo sind die alle? Ich wette, das Ende so mittendrin irgendwie. Aber dass Danny noch lebt, ist ja auch crazy. Okay, ich hoffe, die geht jetzt schnell die Zone. Auf jeden Fall. Ja, die fighten. Ja, die fighten da gegen andere. Und da oben sind zwei Leute. Er sniped auf mich, ja moin. Ey, das ist ein so ekelhaftes Spiel, Achtung. Wie sieht er mich? Digga, ich hab nicht mal ihn gesehen. Er kann mich einfach töten. Okay, okay Boys, ich klatsch das. Von dir ab. Ja, 682 Kills. Mann, Alter. Ja, Leute, wir haben unser Bestes gegeben. Wir waren dreimal eigentlich das letzte Squad mit den anderen. Also ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Wir hoffen einfach, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt uns auch heftige Challenges in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.